Das Bemerkenswerte ist, alle diese Namen, die hier auf diesen Treppenstufen stehen und noch gut 1800 mehr, diese jüdischen Firmen gab es hier am Hausvogteiplatz und nicht eine einzige dieser Firmen existierte nach 1938. Jeden Morgen gingen eigentlich Kurt Ehrenfried und Simon Cohn über diesen Platz hin zur Mohrenstraße. In der Mohrenstraße war deren Büro und deren Werkstatt. Und da war auch die Firma Ehrenfried und Cohn untergebracht.